Ein Jahrhundertprojekt. Wir verändern das ganze Unternehmen, das Geschäftsmodell wird sich komplett ändern. Das wird Stahlgeschichte. Das wird natürlich neue Prozessführung sein, die wir auch erstmal lernen müssen. Und dementsprechend auch wieder hat man Unsicherheiten und was ja auch ganz normal ist, weil man einfach die neuen Prozesse noch gar nicht kennt. Es geht um die Zukunft von tausenden Arbeitsplätzen. Es geht halt darum, darauf aufmerksam zu machen, dass es hier um mehr geht, einfach nur um die paar Arbeitsplätze hier. Es geht eigentlich um das ganze Saarland. Ich glaube, wir sind zu leise, wir müssen lauter werden. Es geht hier wirklich um alles, es geht um unsere Zukunft. Mitte Oktober 24 im Dillinger Lokschuppen. Drei Verträge werden unterschrieben. Die Geschäftsführung der Stahlholding Saar bestellt neue Großanlagen. Es geht um gigantische Summen. Insgesamt werden in den nächsten Jahren 4,6 Milliarden Euro investiert, um die Produktion bei Dillinger und Saarstahl komplett umzubauen. Nach über 300 Jahren mit der klassischen Technik. Das hier ist eine sehr mutige Entscheidung, finde ich, von allen Beteiligten. Natürlich hier vom Vorstand, aber vor allem von allen Stakeholdern, von den Aufsichtsräten, von den Eigentümern bis hin zur Mitbestimmung. Wir hätten diese Entscheidung so nicht getroffen, wenn wir nicht auch davon überzeugt wären, dass wir es hinkriegen können. Und ich habe es eben versucht, so ein bisschen zu erläutern. Wir sind in einigen Bereichen Weltmarktführer. Diesen Weltmarktführerstatus wollen wir auch in Zukunft beibehalten und im besten Fall auch noch ein Stück weit ausbauen. Die Totaloperation kann beginnen. Die Beschäftigten von Dillinger und Saarstahl sollen künftig ohne Kohle und Koks arbeiten, dafür CO2 reduziert mit Erdgas, Wasserstoff, Strom und Schrott. Meiner Meinung nach ist es alternativlos. Aus diesem Grund haben wir das ja gemacht. Also die politischen Rahmenbedingungen sind so, wie sie sind. Hätten wir das nicht getan, wäre das aus der saarländischen Stahlindustrie in ein paar Jahren klar gewesen. Durch steigende CO2-Zertifikate war es für uns wichtig, dass wir diesen Weg gehen müssen und er war alternativlos. Seit Jahrhunderten wird an der Saar in der sogenannten Hochofenroute Stahl produziert. Aber dabei wird sehr viel Kohlendioxid, also CO2, ausgestoßen. Dillinger und Saarstahl stehen für 1% aller CO2-Emissionen in ganz Deutschland. Durch die Produktion mit Koks und Eisenerz entsteht bei jeder produzierten Tonne Grobblech deutlich mehr als eine Tonne CO2. Mit rund 2 Millionen Tonnen Grobblech pro Jahr gehört Dillinger zu den Unternehmen in ganz Deutschland, die am meisten Kohlendioxid ausstoßen. Bisher war damit in guten Zeiten eine ordentliche Gewinnmarge möglich. Aber es gibt weltweite Vereinbarungen, dass CO2 drastisch reduziert werden muss, um den Klimawandel zu stoppen. Die EU hat Verschmutzungszertifikate eingeführt. Seit fast 20 Jahren kostet das CO2, das ausgestoßen wird, bares Geld. Zuletzt fast 100 Euro pro Tonne. Steigende Kosten, die langfristig die Unternehmen überfordern würden. Die Umstellung verläuft nicht ohne Konflikte. Im Oktober 2023 protestieren mehr als 10.000 Stahlarbeiter in Dillingen und Völklingen. Sie fordern die Zusage einer Milliardenförderung vom Bund und die Genehmigung der EU. Konkurrenten haben schon vor einigen Monaten Förderbescheide erhalten, aber sie hatten die Anträge auch früher gestellt. Wenn der Förderbescheid nicht rechtzeitig und nicht in ausreichender Höhe kommt, dann gehen im Saarland die Lichter aus. Und deswegen sind wir heute hier. Auch die Landesregierung unterstützt das Vorhaben finanziell. Schließlich hängen 13.000 gut bezahlte Arbeitsplätze direkt daran und viele weitere indirekt. Das größte Stahltransformationsprojekt in ganz Europa. Ja, das geht alles viel zu langsam. Die Entscheidungen müssen in der Geschwindigkeit getroffen werden, wie auch die Transformation voranschreitet. Alle, die hier sind, die sind bereit zum klimaneutralen Wandel der Industrie. Der grüne Stahl ist machbar. Wir brauchen aber einen grünen Haken aus Brüssel und Berlin. Doch der grüne Haken lässt auf sich warten, trotz Demos und Mahnwachen. Das Warten zerrt an den Nerven, während sich die Auftragslage im Herbst 2023 verschlechtert. Das bedeutet auch Kurzarbeit bei Saarstahl. Durch den Ukraine-Krieg sind die Rohstoffkosten deutlich gestiegen und erst recht die Energiepreise. Mit dem Umbau wird künftig noch deutlich mehr Strom eingesetzt
Ohne einen niedrigen Industriestrompreis gehe das nicht, sagen auch die Betriebsräte. Es ist einfach elementar, dass wir eine Unterstützung bekommen, zeitlich bedingt, so lange, bis regenerativer, günstiger Strom, günstige Energie hier in Deutschland für uns zur Verfügung steht. Das ist leider nicht der Fall. Wir haben Stromkosten, Energiekosten, die fast 3, 4, 5 Mal so hoch sind wie der Rest unserer Konkurrenz in Frankreich, aber auch außerhalb von Europa. Im November 2023 wird es noch schwieriger. Das Bundesverfassungsgericht bringt den Bundeshaushalt ins Wackeln und damit auch die noch nicht erteilten Förderzusagen. Eine Verschiebung von Restmitteln aus der Corona-Zeit in den Klima- und Transformationsfonds verstoße gegen die Schuldenbremse, so die Richter in Karlsruhe. Damit verringern sich rückwirkend die dem Klima- und Transformationsfonds zur Verfügung stehenden Finanzmittel um 60 Milliarden Euro. 60 Milliarden weg? Für die Bundesregierung eine Katastrophe. Viel Geld für den Klimaschutz und die Industrie fehlt nun. Es wird Anpassungen geben beim Klima- und Transformationsfonds. Deshalb also die Haushaltssperre und die Ankündigung, dass wir natürlich einen neuen Wirtschaftsplan entwickeln müssen, der berücksichtigt, dass diese 60 Milliarden, die 21 dort eingestellt worden sind, nicht mehr zur Verfügung stehen. Lange bleibt unklar, was das für den Stahlumbau bedeutet. Die Landesregierung setzt sich auf Bundesebene vehement ein. Auch ein eigener Transformationsfonds ist aufgelegt. Aus dem sollen 700 Millionen Euro für den Umbau fließen. Doch 1,9 Milliarden Euro vom Bund stehen plötzlich wieder in Frage. Das Geld des Bundes muss fließen. Und an der Stelle muss man natürlich auch sagen, einige Stahlunternehmen in Deutschland haben bereits verschriftet ihre Zusagen. Andere in der Abarbeitungszeit haben bislang nur mündliche Zusagen. Das kann und darf keinen Unterschied machen, denn das wäre eine massive Wettbewerbsverzerrung. Während der Proteste hat sich die Bundesregierung nicht im Saarland blicken lassen. Aber Mitte Dezember, rund 4 Wochen nach dem Urteil des Verfassungsgerichts, besucht Wirtschaftsminister Robert Habeck die Stahlholding Saar in Völklingen. Die Erwartungen an seinen Besuch sind groß. In der Hermann-Neuberger-Halle verkündet er dann ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Man kann ohne Frage sagen, liebe Saarstahler, liebe Dillinger, liebe Ministerpräsidentin, lieber Herr A., lieber Herr Rauber, der sagt es zu. Er sagt es zu und deswegen. Die Unternehmen sollen insgesamt 2,6 Milliarden Euro Förderung erhalten. 2 Drittel, rund 1,8 Milliarden, übernimmt der Bund. Den Rest das Land. Begründet wird das vor allem mit den veränderten Rahmenbedingungen für die Wirtschaftspolitik. Mein Ministerium, sogar die Kommission hat nachher mitgeholfen. China ist ein systemischer Rivale geworden. In den USA wird mit hohen Subventionen Technik gefördert und auch grüner Stahl gefördert. Ja, und der Krieg ist zurück nach Europa gekommen. Und wir müssen sehen, dass wir nicht abhängig werden, auch in der industriellen Produktion von einzelnen Ländern. Das heißt, die Vorzeichen haben sich aus meiner Sicht geändert. Und deswegen muss sich auch die Politik klar machen, dass sie, wenn sie nur fortschreibt, was sie sich 1990 ausgedacht hat, sie wahrscheinlich nicht genug tut. Das konnte ihm im Saarland dann keiner mehr vorwerfen. Für Habeck ist der freundliche Empfang und der euphorische Abschied wohl eine seltene Atempause im Koalitionsstress. Die Planungen zum Umbau auf sogenannten grünen Stahl laufen schon lange und können nun endlich umgesetzt werden. Die Zeit drängt. Frühjahr 24. In Völklingen sind die Umbauarbeiten schon in vollem Gange. Die Bauplaner Sabine Schmidt und Daniel Gläser müssen Platz schaffen für die neuen Anlagen. Ja, aber die Arbeiten gehen ja schon ganz gut voran, ne? Genau, wir haben jetzt im Prinzip die Kabelzugrohre schon im Boden drin, ab dem Schalthaus. Mit den ersten Planungen haben sie vor 2 Jahren begonnen, als vieles noch unklar war. Jetzt muss vieles fast gleichzeitig geschehen. Was wir im Hintergrund sehen, ist die Verlegung der Energieversorgung und der aktuellen Energieversorgung des Stahlwerks. Das ist Teil der Baufeldvorbereitung und das ist auch die Grundlage, um das Baufeld frei zu bekommen, um den neuen Elektroofen bauen zu können. Zur CO2-Minderung bei Saarstahl gehört auch der Bau einer neuen Schlackerhalle. Problem für die beiden? Vor 25 Jahren stand hier noch eine Zementfabrik. Die Unterlagen sind nicht lückenlos, auch für das Erdreich.
Nun muss akribisch nach Altlasten gesucht werden. Mit der neuen Schlackerhalle soll bald deutlich weniger Lärm und Feinstaub nach draußen durchdringen. Damit wollen wir quasi beide Emissionen ein bisschen eindämmen. Deswegen wird da eine Überdachung drüber gesetzt und auch nach hinten eine Rückwand gebaut werden. Hier vorne, die alte Schlackenrampe war komplett frei. Da wurde nur über den Kaltschlackenbereich eine Halle drumherum gebaut. Einige Wochen später beginnen auch die Bauarbeiten auf dem ehemaligen Fallwerksgelände. Früher wurden hier große Stahlteile durch schwere, herabfallende Kugeln zertrümmert. Ein Höllenlärm, aber das ist lange her. Als erstes sollen nun die früher fahrbaren, rund 50 Meter breiten und 20 Meter hohen Metallaufbauten demontiert werden. Gewicht bis zu 180 Tonnen. Das ist tatsächlich längere Zeit nicht mehr genutzt worden, auch wegen der Schallemission. Es ist auch relativ laut, sowas zu betreiben. Wir brauchen es in der Form auch nicht mehr, so wie es ursprünglich mal gedacht war. Was wir allerdings brauchen, ist eine neue Fläche oder einen Bauraum für den neuen Elektroofen. Und hier in dem Bereich soll eben zukünftig die neue elektrische Versorgung des Elektroofens errichtet werden. Wie ein moderner Elektroofen überhaupt funktioniert, das kann man hier bei Ascoval in Frankreich lernen. Saarstahl hat das Werk mit einem Elektro-Lichtbogenofen in der Nähe von Lille vor 3 Jahren gekauft. Im Ofen werden Spannungsblitze erzeugt mit Temperaturen von 3.500 Grad. Der Stahl wird komplett aus Schrott hergestellt. Dadurch ist der CO2-Ausstoß deutlich geringer als beim Einsatz von Koks und Eisenerz. Allerdings werden gewaltige Mengen Strom benötigt. Der Bedarf ist ungefähr so hoch wie für eine Kleinstadt. Das Werk und seine 350 Mitarbeiter hatten zuvor harte Zeiten durchgemacht. Mehrmals wechselten in den letzten Jahren die Besitzer, bevor Saarstahl das Werk übernahm. Nadine Artelt ist nun die Chefin. Sie muss für erfolgreiche Investitionen sorgen und die Mitarbeiter dafür motivieren. Ascoval soll wieder Gewinne erwirtschaften. Viele Delegationen von Dillinger und Saarstahl waren bereits zu Besuch. Es ist weit weg. Man will es definitiv nicht nur zum Lernen nutzen. Also Ascoval kann auch zum Beispiel Rundprofile, das kann die Saarstahl-Gruppe nicht. Ascoval ist wie gesagt auch der größte Lieferant dann für die Schiene. Also es ist nicht zum Lernen, es ist also nicht nur zum Lernen, sondern es ist ganz klar ein Asset, das sich die Saarstahl strategisch eingekauft hat. Mit dem Schrott, der mit Strom zu Rohstahl geschmolzen wird, ist sogar eine klimaneutrale Produktion möglich. Aber nur, wenn der Strom mittels erneuerbarer Energie entsteht. Und noch ein Problem. Für jede neue Tonne Stahl wird auch eine Tonne Schrott benötigt. Ascoval produziert pro Jahr 350.000 Tonnen. Besitzer Saarstahl aber rund 2 Millionen Tonnen. Nadine Artelt kann deshalb am besten einschätzen, wie groß die künftigen Schrottplätze in Dillingen und Völklingen werden müssen. Ich glaube, das wird eine große Herausforderung für das Saarland, vor allem auch den Antransport und den Abtransport. Ja, das ist einfach eine starke logistische Änderung, die wir so vorher nicht hatten. Und das muss vorher ganz klar geplant werden, wie man damit umgeht, wie man das durchführen will. Und das wird eine große Veränderung für die saarländische Stahlindustrie. Ein Vorteil bei Ascoval: den Elektro-Lichtbogenofen kann man schnell an- und ausschalten. Prozessingenieur Benjamin Kradl ist aus Dillingen abgeordnet. Dort müssen die Kokshochöfen jahrelang ganz kontinuierlich durchlaufen, damit sie keinen Schaden nehmen. Kradl unterstützt Nadine Artelt bei Ascoval. Auch heute geht es um die Optimierung der Produktion. Okay. Es gibt im Moment halt nur einen Kran. Damit muss man leben. Verlieren wir dadurch viel Produktivität? Ja, ich denke schon, das sind halt so schon so 5 bis 10 Minuten pro Schmelze, die man da verliert. Also das Ziel ist natürlich, dass der Stahl derselbe bleibt. Ich meine, unsere Kunden, die haben über Jahrzehnte, mit denen haben wir eine Verbindung und eine Beziehung aufgebaut. Die kennen unsere Produkte. Das heißt, wir versuchen, die Produkte natürlich möglichst gleich zu halten. Aber aufgrund der unterschiedlichen Prozesse ist vollkommen klar, wenn man mehr Schrott einsetzt, wird man auch mehr Begleitelemente, die im Roheisen nicht vorhanden sind, mit in den Prozess einbringen. Und da muss man dann halt mit den Kunden zusammenarbeiten, wie viel kann man im Stahlwerk quasi da noch verbessern.
Der weltweit gefragte Fachmann Kradl sieht den Umbau im Saarland als eine gewaltige Chance für einen Neubeginn der Industrie. Auch deswegen hat er bei Dillinger angefangen. Es ist natürlich klar, dass das kein kurzfristiger Prozess ist. Und ich glaube, das ist auch allen bewusst. Aber das Schöne an diesem Prozess ist, dass es das erste Mal seit Jahrzehnten, dass sich in der Stahlindustrie grundsätzlich Prozesse ändern. Und gerade für mich als Ingenieur ist das eine riesengroße Spielwiese. Man darf Sachen hinterfragen, man darf Sachen neu machen. Und es wird wieder in Deutschland in die Standorte investiert. Und ich glaube, das ist eine Chance, die hat man nur einmal im Leben. Für die saarländischen Bürger gab es bisher zwei Informationsveranstaltungen. Eine in Dillingen, gut besucht, und eine in Völklingen mit weniger Andrang. Für die Geschäftsführung ist es fast so etwas wie ein Heimspiel. Erläutert werden vor allem der Zeitplan, die Gründe für den Umstieg auf sogenannten grünen Stahl und was genau auf dem Gelände geplant ist. Das ist quasi der Bereich Richtung Diefeln-Nalbach. Und hier sehen Sie, beginnt unser Walzwerk. Das sehen Sie ja auch, wenn man ja hier an der Straße vorbeifährt. Und die ganze Baufläche befindet sich zwischen unserem bestehenden Walzwerk und unserer Halde. Einer der wichtigsten Neubauten wird die 141 Meter hohe Direktreduktionsanlage in Dillingen. Und die funktioniert so. Aus dem Rohmateriallager gelangen Erze und Eisenoxidpellets über Förderanlagen in den Direktreduktionsturm. Durch eine kontinuierliche Zugabe der Pellets bildet sich eine Materialsäule. Eine Mischung von Wasserstoff und Erdgas fließt dann unter hohen Temperaturen durch den Turm. Damit wird dem Eisenoxid der Sauerstoff entzogen. Es entsteht sogenannter Eisenschwamm. Je mehr Erdgas künftig durch Wasserstoff ersetzt wird, desto mehr CO2 wird eingespart. Nach der Abtrennung des direkt reduzierten Eisens wird dieses zum Elektrolichtbogenofen transportiert. Dort geschieht mit weiteren Rohstoffen die Stahlschmelze. Schlacke, also Verunreinigungen, werden abgetrennt. Gegenüber einem Kokshochofen können so bei 2,5 Millionen Tonnen Rohstahl bis zu 3,5 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Das kommt gut an bei den Bürgerveranstaltungen. Nachfragen sind ausdrücklich erwünscht. Wie stellt sich die kontinuierliche Versorgung mit Stahlschrott da? Wir sind zum einen auch in intensiven Gesprächen mit unseren Kunden, um halt Schrotte, die während der Produktion anfallen, aber auch am Ende des Lebenszyklus nochmal zu uns zurückzubekommen und nochmal dem ganzen neuen Leben zuzuführen. Die anfängliche Angst vor möglichen Konflikten, zum Beispiel mit Bürgerinitiativen, war bisher unbegründet. Die offene Kommunikation und die Argumente scheinen zu überzeugen. Generell sollte man CO2 einsparen. Ob das muss ausgerechnet von Stahlwerken und Hüttenwerken kommen, bin ich am Zweifeln. Es gibt Fürsprecher, Gegensprecher, aber es sind Arbeitsplätze und viele Familien verdienen dort ihr Brot. Ich glaube, dass durch diese sachliche Information und diese Transparenz auch wirklich ein Verständnis dafür geschaffen wird, was das für ein bedeutsames Projekt ist. Bedeutsam war auch der bürokratische Aufwand. 450.000 Seiten Unterlagen in fast 2.000 Aktenordnern und rund 20.000 DIN-A0-Zeichnungen mussten eingereicht werden. Bis zur vollen Digitalisierung der Ämter ist es noch ein weiter Weg. In der Dillinger Hütte werden die heutigen Bauten von der künftigen Direktreduktion deutlich überragt. Aber es verändern sich auch viele gut eingespielte Prozesse für die Beschäftigten. Viele haben eine familiäre Stahltradition über mehrere Generationen, auch Thorsten Herz. Nach 21 Jahren am Hochofen ist er als Meister für den Schmelzbetrieb verantwortlich. Moin, alles gut? Sehr gut. Bleibt da mit der Schrottversorgung. Die großen Lagerflächen für Koks werden verschwinden. Geplant ist schon, wie sich der Schrottplatz verändert. Zukünftig wird die Schrotthalle wird komplett überdacht sein, was verschiedenste Gründe hat. Also erstmal aus Lärmemissionen,
Und natürlich auch, dass der Schrott so trocken wie möglich in den Prozess mit einfließen kann. Dafür werden einige große Anlagen wie die Zentralkokerei verschwinden, in denen heute noch einige hundert Menschen arbeiten. Die Geschäftsführung verspricht sozialverträgliche Lösungen, wie einen früheren Übergang in die Rente. Trotzdem bereitet der Umbau vielen älteren Beschäftigten großes Kopfzerbrechen. Thorsten Herz und sein Patenkind Janis, Azubi in der Hütte, sind da Optimisten. Bisher werden bei der Produktion verschiedenste Stoffe zugefügt für unterschiedliche Stahlsorten. Ein gut gehüteter Schatz an Wissen und Erfahrung. Künftig wird auch der richtige Umgang mit Wasserstoff und Schrott sehr wichtig werden. Also ich freue mich riesig drauf. Von mir könnte schon morgen losgehen. Klar, die Stimmung ist natürlich gemischt. Also man hat natürlich immer Mitarbeiter, die auch berechtigt Ängste haben. Fällt mein Arbeitsplatz weg? Bekomme ich dann überhaupt einen Ersatzarbeitsplatz? Dann hat man Mitarbeiter, die natürlich hoch motiviert sind, sich freuen auf die neuen Prozesse. Aber um beide muss man sich kümmern. Und die Mitarbeiter, die Ängste haben, die muss man mitnehmen und die Ängste nehmen und sagen auch, es wird kein Arbeitsplatz hier wegfallen, du wirst nur einen neuen Arbeitsplatz bekommen. Und die jungen, motivierten Mitarbeiter tut man natürlich jetzt schon fördern. Allzu große Sorgen macht sich Thorsten Herz auch deshalb nicht, weil die traditionelle Technik erst nach und nach abgeschaltet wird. Mindestens 10 Jahre soll die alte Hochofenroute noch parallel zu den künftigen Elektroöfen laufen. Auch auf dem nationalen Stahlgipfel im September 2024 dreht sich fast alles um den Umbau der Stahlindustrie. 300 Branchenvertreter treffen sich. Die Saarländer haben in Duisburg einigen Gesprächsstoff. Branchenprimus ThyssenKrupp überlegt, seine Stahlsparte zu verkaufen. Der Umbau steht auf der Kippe, trotz Milliardenförderung. Anna Leibrand vom renommierten Wuppertal-Institut sieht die Transformation in Deutschland trotzdem auf einem guten Weg. Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit schließen sich aus ihrer Sicht nicht aus. Das dauert jetzt auch alles leider ein bisschen länger, als wir dachten mit dem grünen Wasserstoff. Und insofern ist es schon auch sicher ein schrittweiser Prozess. Wichtig ist aus Klimasicht, dass wir eben jetzt die Investitionen, die jetzt anstehen in neue Technologien, dass die so getätigt werden, dass sie dann kompatibel sind mit dem Ziel, also das mit der klimafreundlichen Stahlproduktion in der Zukunft. Auch wenn man das dann übergangsweise vielleicht nochmal mit Erdgas macht, dass wir eben die Technologien haben, die dann nachher sozusagen zu grünem Stahl führen können. Gerne hätten wir von ThyssenKrupp erfahren, wie der Umbau vorangeht. Ein in Aussicht gestelltes Interview mit der Geschäftsführung wird dann aber abgesagt. Auskunftsfreudiger ist man da bei ArcelorMittal. In Hamburg wird schon länger eine Direktreduktionsanlage betrieben. Technisch ohne Schwierigkeiten, aber die hohen Energiekosten seien ein enormes Problem. Wenn ich in den speziellen Fall unseres deutschen Setups und der DAE-Anlage in Bremen schaue, so muss man einfach feststellen, dass wir über längere Zeiträume in den letzten 2 Jahren genau diese DAE-Anlage nicht betrieben haben. Aufgrund der Energiekosten hat sich das nicht rentiert. Wir sind ja als Unternehmen natürlich darauf angewiesen, sowas wirtschaftlich zu betreiben. Und genau das ist auch der Kopfschmerzenpunkt, der uns noch umtreibt. Also nicht das Engineering, nicht das technische Setup, das kriegen wir hin, das packen wir zusammen, sondern die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Wie groß die Ängste bei den Mitarbeitern sind, zeigt sich vor dem Veranstaltungsgebäude. 2000 Beschäftigte demonstrieren für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze bei ThyssenKrupp. Auch aus dem Saarland sind rund 100 Kollegen zur Unterstützung angereist. Kritik entzündet sich an Billigprodukten aus China und den hohen Stromkosten. Gefordert werden Zugangsbeschränkungen oder die Pflicht, bei öffentlichen Bauvorhaben grünen Stahl einzusetzen. Der Chef von Dillinger und Saarstahl, Stefan Rauber, sieht noch einige Hürden, damit sich die Investitionen wirklich rechnen. Wir brauchen grüne Leitmärkte. Wir brauchen Energiepreise, die international wettbewerbsfähig sind. Wir brauchen Wasserstoffpreise, die international wettbewerbsfähig sind. Und solche Signale brauchen wir ganz dringend von der Politik. Und ich glaube, es gäbe kaum eine bessere Gelegenheit als heute, um diese Signale auch zu senden. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck besucht den Stahlgipfel. Wie die saarländische Landesregierung setzt auch er sich weiter für den Umbau zum grünen Stahl ein. Doch der Streit in der Ampelkoalition bremst ihn immer mehr.
sein Vorschlag zum Industriestrompreis hat sich nicht durchgesetzt. Und weiter ist unklar, wie grüner Stahl genau abgegrenzt wird. Eine Definition für grünen Stahl gibt es ja jetzt eigentlich noch gar nicht. Es gibt einen Definitionsvorschlag vom Bundeswirtschaftsministerium. Da heißt es klimafreundlich, und das ist klimafreundlich ist eben die Stufe, die alle Möglichkeiten ausschöpft, die im Moment sozusagen absehbar sind, auch schon in der Vorkette der Produktion, um den Stahl klimafreundlich zu machen. Und dann hat aber diese Definition eben auch so Abstufungen. Also man kann dann sozusagen auch emissionsreduzierten Stahl produzieren, der schon mal in die richtige Richtung geht. Vieles hängt auch an der Versorgung mit Wasserstoff, vor allem wenn er mit erneuerbaren Energien, also grün, hergestellt wird. Dillinger und Saarstahl setzen auf ein grenzüberschreitendes Projekt mit Frankreich. Da könnten schon bestehende Gasleitungen genutzt werden. Nur wenige Kilometer wären neu zu bauen. Doch noch ist der Wasserstoff deutlich teurer als Koks oder Erdgas. Letztendlich wird auch der Stahl mehr kosten. Und der Strombedarf für das gesamte Saarland wird sich voraussichtlich verdoppeln. Viele Aufgaben für Dillinger und Saarstahl und deren Transformationsleiter Jonathan Weber. Er glaubt an den Erfolg. Aber um profitabel zu bleiben, müsse die günstige alte Hochofenroute wohl noch längere Zeit parallel zu den Elektroöfen laufen. 2/3 der Wasserstoffkosten werden aus dem Strompreis kommen. Und insofern haben wir hier erstmal keine guten Voraussetzungen, was den Preis anbelangt. Das wird sich dann perspektivisch erst dadurch regulieren, dass wir eben auch Wasserstoff aus Regionen bekommen, wo viel mehr Solar- oder Wasserkraft, die deutlich günstiger sind als Energiequellen, zum Einsatz kommen. Aber dafür brauchen wir auch eben diesen Anschluss an diese Leitungen aus dem Norden und aus dem Süden. Aber das sind Themen für die fernere Zukunft. In Völklingen sollen im Juni 2024 nach 2 Jahren Planungsarbeit die großen Stahlaufbauten auf dem Fallwerksgelände verschwinden. Vorsichtig werden erste Konstruktionsteile oben abgeschnitten. Das schwerste Fallwerk wiegt geschätzte 180 Tonnen. So ganz genau weiß das niemand mehr und die vorhandenen Unterlagen geben keine Auskunft. In einigen Tagen soll der Aufbau des Fallwerks aus den Führungsschienen gehoben werden. Für solche Lasten sind Spezialkräne nötig. Im Moment ist es planmäßig, so wie wir planen. Wir machen sicherheitsbedingte Sache, halten wir natürlich immer hoch, das ist ganz klar. Gewisse Sache kann man nie 100%, ich sage mal unter schwebende Last, aber wir müssen nachher ein bisschen unter schwebende Last arbeiten, um überhaupt das Projekt weiterführen zu können. Aber die ist dann rechnerisch und ich sage mal kalkuliert, ne? So dass wir immer noch eine Ausweichmöglichkeit haben oder zumindest mal eine Fluchtweg. Die Flucht ist dann aber doch nicht nötig. Zwar klemmt es zum Schluss noch ein bisschen, als der Aufbau sich nicht wie geplant heben lässt. Doch auch dafür findet sich eine Lösung, sodass nach 4 Tagen die letzten Stahlträger abmontiert sind. Überraschungen haben wir immer. Gerade bei dieser Maßnahme haben wir die tatsächlich immer. Wir werden später, wenn wir hier neu bauen, wahrscheinlich auch Überraschungen im Boden antreffen. War ja ein altes Fallwerk und wie wir gehört haben, wurden dann auch teilweise große, schwere Teile, die nicht zu zerkleinern waren, im Boden versenkt. Die großen Teile müssen nun nur noch zerkleinert und abtransportiert werden. Dann können in Völklingen die Nebenanlagen für den neuen Elektroofen entstehen. Bauplanerin Sabine Schmidt freut sich auf die Herausforderung dieses einmaligen Megaprojekts. Transformation finde ich prinzipiell sehr gut. Ich hoffe, dass sie gelingt. Und im Endeffekt ist es nur eine große Anlage bauen. Ja, ist also von daher eigentlich schon Business as usual. Aber aufgrund der Fülle der verschiedenen Sachen, die ungefähr gleichzeitig fertig werden müssen oder an die gleichzeitig gedacht werden muss, ist es dann auch nochmal was Besonderes. Die Transformation der saarländischen Stahlindustrie ist eine Wette auf eine bessere Zukunft und das größte Projekt dieser Art in Europa. Dillinger und Saarstahl erfinden sich komplett neu. Wie schnell sich der Erfolg einstellt, hängt allerdings auch von der Klimapolitik künftiger Regierungen ab. In Deutschland und der EU, in Fernost und den USA.